Diese Frage stellt sich ja am Aschermittwoch, nicht nur an diesem Tag hoffentlich. Wir haben vielleicht Vorsätze gefasst. Wir reden über das Fasten, und zwar in den unterschiedlichsten Facetten, wie uns das angeboten wird. Hier ein Angebot mit den alten strengen Regeln, aber es gibt eben auch andere, so angepasstere, sagen wir einmal. Wir kennen dann noch so Maßnahmen wie, ach ja, ich lasse vielleicht den Süßkram weg. So kleine, überschaubare Maßnahmen. Andere wollen das Wort des Psalms ernst nehmen und sagen, Herr, stelle an meinen Mund eine Wache. Das unbezähmte Maul ist wirklich ein ziemliches Ding. Könnte eine Maßnahme sein. Andere legen vielleicht etwas auf die Seite, weil dann die Miserio-Kollekte kommt. Alle diese Dinge, wir könnten eine unendliche Litanei aufführen, sofern diese Zeit überhaupt noch etwas Besonderes hat. Was machen wir da eigentlich? Diese Maßnahmen können alle falsch sein. Alle. Ob die strengen Regeln oder die ein wenig mit Kompromissen versehen, sie können alle falsch sein. Wenn sie uns erneut mit uns selber beschäftigen, dann bleibt es traurig. Ähnlich wie dieser Aschermittwoch natürlich irgendwie einen grauen, traurigen Touch hat. Aber eigentlich ist er es nicht. Es beginnt ein Weg der Freude, liebe Schwestern und Brüder. Und das ist das Unterscheidende, was wir mit auf diesen Weg nehmen müssen. Es geht nicht um uns. Es geht immer um Gott. Und wo er ist, da beginnt Freude. Wo man ihm Raum lässt, da geschieht Veränderung. Ja, es ist eine Zeit der Buße und Umkehr, weil wir immer in der Gefahr sind, Gott zu vergessen. Vielleicht war die Gefahr nie so groß, liebe Schwestern und Brüder. Wir erleben im Moment, wie nicht nur eine Gesellschaft, sondern auch eine Kirche innen versucht, Religion einzuebnen. Alles, was anstößig ist, was komisch ist, was Fragen weckt bei denen draußen, soll weg. Das große Stichwort der Zeit ist niedrigschwellig. Nur ja nicht stolpern, allen entgegenkommen, bis zur Unkenntlichkeit. Da muss man sich doch irgendwo in der Mitte treffen können. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir mit anderen Religionen permanent Ärger haben, weil es ein paar bekloppte Christen noch gibt, die sagen, aber unser Glaube entspricht der Wahrheit. Weil der, auf den unser Glaube zurückgeht, gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Und eine Wahrheit kann es immer nur eine geben. Es gibt nicht zwei oder drei Wahrheiten. Dann sprechen wir nicht von Wahrheit, sondern von Meinung. Diesen Primat wieder zu entdecken, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns nicht einebnen lassen und wir aus unserer Traurigkeit auch innerkirchlich überhaupt nicht herausfinden, all das ist ein Zeichen dafür, dass Gott fehlt, dass Gott nicht an der ersten Stelle steht, dass es nicht um sein Reich, nicht um seine Wahrheit geht. In der gleichen Bergpredigt, aus der wir eben Sätze hörten, sagt Jesus, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinterhergeworfen. Das, liebe Schwestern und Brüder, muss unsere Umkehr sein. Aber viel weniger ist es unsere Arbeit, als dass Gott immer schon da ist und wartet. Er will angenommen sein. Er will anerkannt sein. Wir müssen nicht nach Gott suchen. Er ist da. Wie selbstverständlich ist er da. Wenn wir jetzt die klassischen Texte der Messe vom Aschermittwoch durchnehmen, das führt zu weit und im Deutschen haben wir gar keine Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, es sei denn, ich lese Ihnen das Messbuch vor, dann ist das genau der Inhalt dieser Texte. Nicht unsere Buße, dass wir jetzt großartig etwas ins Werk setzen, sondern Gott ist da,
Er wartet auf uns. Er will angenommen, er will anerkannt, er will geliebt werden. Wir können das deshalb tun, weil er uns zuerst geliebt hat. Alle die Schrifttexte, ob die Bußübung beim Propheten Joel, ob der Ruf des Apostels Paulus oder überaus deutlich in der Bergpredigt, wenn Jesus davon spricht. Immer wieder vom Vater im Himmel, der das verborgene Gebet sieht, der das versteckte Almosen sieht. Nicht um uns geht es, dass wir irgendetwas darstellen. Auch in der Kirche, auch in der Kirche dieser Welt geht es nicht darum, irgendetwas darzustellen, sondern etwas wachzuhalten. Und wenn man das heute als Stolperstein sieht, gut. Und wenn sich einige daran reiben, gut. Vor allen Dingen wir zuerst sollten uns daran reiben. Wir sollten zuerst darüber stolpern. Es geht um Gott. Gott, der diese gefallene Welt liebt und ihr schon von Weitem entgegenkommt, der sie nicht ihrem Unglück, ihrem Irrsinn überlässt, sondern der uns in Christus entgegenkommt, der sich selber in ihm uns schenkt, damit wir nicht verrotten und verkommen in unseren eigenen Ideen und Wünschen und unseren eigenen Drehungen um uns selbst, sondern der uns herausreißt. Das ist der Weg nach Ostern, damit neues Leben möglich wird. Nicht um uns geht es, um Gott. Es geht um Christus. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns entschließen, seiner Spur zu folgen, sein Wort aufmerksamer zu hören und auch, wenn wir unseren Leib in Zucht nehmen in den verschiedenen Nuancen und manchmal auch hart daran arbeiten und vielleicht auch ein wenig darunter leiden, dass es nicht um uns geht, dass wir uns irgendwie dann besser fühlen. Christentum ist keine Moralanstalt, sondern dass wir uns ausrichten auf ihn. Und wenn Menschen bei uns sehen, dass wir das versuchen, mit gutem Willen und auch mit Scheitern, dass wir uns daran manchmal abrackern müssen, dass wir uns erinnern, dass es um Gott geht, dass wir in der Spur Christi sind, dann beginnt das Evangelium zu sprechen. Der Herr sieht auch das Verborgene. Aber das verborgene Leben, das aus dem dunklen Grab erstanden ist am Ostermorgen, betrifft uns alle. Es wird uns allen geschenkt. Und die Ostersonne soll über dieser ganzen dunklen, schrecklichen Welt manchmal, sie soll über allen aufgehen. Das Licht des Lebens soll für alle scheinen.